Hallo, liebe Custom-Taschenmesserfreunde. Ja, ihr wisst, wenn ihr hier wieder die weißen Handschuhe anzieht, dann kommt was Besonderes auf den Tisch. Und in diese schönen Kisten werden wir jetzt mal kurz zusammen reinschauen können. Denn solange sie noch hier sind, manche habe ich leider schon verpasst, die sind schon weg. Deshalb kann ich leider nicht mehr alle für mein Videoarchiv erfassen. Ja, hier haben wir eins, das kommt in so einer Tasche. Keine Ahnung warum. Aber hier fangen wir mal mit dem ersten schönen Stück an. Ja, ich hoffe, das geht hier mit der Beleuchtung. Ne? Fantastische Materialien. Ne? Hier zum Teil wie heißt es? Zirkonium, Damaskus, Mokume, wie die Dinger, diese Kompositwerkstoffe alle lauten. Auf jeden Fall lieben es die französischen Messermacher. Ich meine, das ist ja auch wirklich ein extrem schönes Material. Diese Zirkonium, Titan, Damast. Materialien in Verbindung mit Titanplatinen und absolut reinstem Mammut-Elfenbein. Ja, so traurig es auch ist mit der ganzen Klimaerwärmung, das ist der einzige Vorteil. Man findet jetzt Unmengen von Mammut, Zahn und Elfenbein. Das ist natürlich wunderbar für die Messer- und Schmuckindustrie. Fürs Klima natürlich Panne, dass hier die Tundra auftaut. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema, sondern hier wunderschönes Mammut-Elfenbein, was natürlich auch super ist. Man lässt die noch letzten lebenden Elefanten in Afrika in Ruhe. Darum befürworte ich das hier sehr stark, diese Materialien zu verwenden, eben auf bereits prähistorisches Material zurückzugreifen. Das ist super. Was man halt auch wirklich sieht bei den Jungs da drüben, ne? Bei den ganzen Pros, RWL 34. Ist der erste Stahl, die erste Wahl beim Stahl bei den Jungs. Wenn ich sie wieder mal treffe, muss ich mir mal den unterhalten, was ihre Beweggründe für RWL 34 sind. Na gut, sie machen dann einfach nicht den Stahlhype mit. Sie haben eigentlich schon einen gewissen Namen, können eigentlich verkaufen, was sie produzieren und sagen, dann nehme ich den Stahl, den ich für den besten halte und den nicht gerade der Markt am geilsten findet, weil es irgendein pulvermetallurgischen High-End irgendwas Stahl ist. Na, die Jungs werden schon wissen, was sie machen, ne? Hier auch sehr schön die Aussparungen. Selbst mit Handschuhen kannst du die Messer perfekt bedienen. Und sehr beliebt bei den Franzosen natürlich der Frontflipper, weil er einfach das Design nicht zerstört. Ne? Du hast kein Daumenloch, du hast kein Daumenpin, du hast keinen Flipper, nichts. Ne? Du hast trotzdem eine Einhandmöglichkeit zu öffnen. Oben dann auch eine schöne Ablagefläche für den Daumen und du zerstörst halt keine Designlinie. Außer halt im geschlossenen Zustand hast du halt immer diese kleine Nase, die hier rausschauen muss, damit es funktioniert. Wahrscheinlich sagen sich die Jungs, wir schauen das Messer im geöffneten Zustand an und da muss einfach das Design passen. Und das passt bei den Messern. Sehr schön. Okay, machen wir mal weiter, dass das Video nicht so lang wird. Die Einleitung war jetzt ein bisschen länger. Okay. So, die anderen kommen in diesen schönen Ledertäschchen mit silbergestickt Sakritsch. Das ist sehr schön. Sehr netter, lustiger Mann. Hat kroatische und italienische Wurzeln. Lustige Kombination beim Feiern. So, hier haben wir dann, war das jetzt das Zirkonium und Carbon Fiber auf Titan. Ja, Hammer. Und hier so eine krasse Klingenbeschichtung. Und der macht manchmal so eine leicht angehauchte Tanto-Klingen. Finde ich richtig cool. Bin eh ein großer Tanto-Fan. Muss halt immer wieder mal ein Tanto her, ne? Das ist jetzt mal eben die, die Gentleman-Luxus-Ausführung von einem Tanto. Ja, und bei denen stimmt schon alles, das ist der Hammer hier, ne? Der Stefane Sakritsch und der Maxim Belsünk, aber jetzt auch der Florian Keller, holy moly. Da kann ich euch leider keine mehr zeigen. Die sind alle weg. Die gingen weg wie Brötchen am Sonntagmorgen an der Tanke. Die drei Jungs. Und dann noch zusammen mit dem Großmeister, ne? Jean-Pierre Martin. Puh, da bleibt hier stellenweise schon die Luft weg. Das ist schon eine Wahnsinnsqualität. Gefällt mir auch sehr cool. Ne? So All Black, ne? So Tanto taktisch All Black, aber das Ganze trotzdem halt ein wunderschönes französisches, elegantes Luxustaschenmesser. Krasses Carbon. Okay. Wenn man die alle schon mal einen Tag zur Besichtigung hat, muss man das natürlich auch mal nutzen, das im Video zu verewigen, denn die Stücke bekommen
bekommt man nicht immer wieder auf den Tisch. Also hier haben wir die Dinger, genau, hier haben wir Zirconium wieder. RWL 34 Mammut, der Zirconium. RWL 34. Ach ja, hier wieder so dieser krasses Zirconium, Titanium. Ach, es gibt so viele Namen für diese Kompositwerkstoffe hier. Diese Damast aus allem Möglichen. Ich finde es krass, wie die das zusammenbekommen. Ich denke, mit Titan ist das, wenn man solche Sachen herbestellt, mit Titan gemischt ist, ich glaube, das ist ganz schön schwer. Auch hier wieder Mammut. Und hier haben wir eine richtig coole Klinge. So eine Sheepfoot-Harpoon. Das ist wirklich abgefahren. Sheepfoot-Harpoon. Unten total glatt, gerade. Diese Harpoon-Switch abgefahren haben. Hier auch wieder, wie sie das einpassen. Das muss ja hammermäßig genau geschliffen werden, dass diese Mammutschalen hier direkt in die Bolster passen. Irre. Ja, das ist halt was für die Sammler. Ich denke wahrscheinlich nicht, dass die so oft dann im EDC-Alltag getragen werden, sondern wahrscheinlich ihr Dasein in Vitrinen und Taschen fristen und man sie einfach rausholt und seine Freude daran hat. Oder sie werden als Anlage verwendet, denn wenn man jetzt schon allein im letzten halben Jahr die Preissteigerung bei diesen Meistern anschaut, da will ich nicht wissen, was diese Messer in 5 Jahren wert sind. Also ich denke, wer heutzutage sowas kauft, hat sein Geld besser angelegt als auf der Bank. Denn da sind man auf der Bank Geld verliert, steigen die Preise von Luxusartikeln weltweit. Hier haben wir, draußen sind wieder Schneepflug und Schneefräsen unterwegs. Zirkuti, ne? Zirconium, Titan. Ja. Nochmal so ein Stück. Da haben sie wirklich Hammerqualität von Mammut-Elfenbein bekommen, die Jungs. Auch wieder. Hier sehr cooles Stück. Ja, eben auch die Luxusausführung, ne? Zirkuti und Mammut auf Titan. Auch die Backspacer sind aus diesem Material. Integriertes Lanyard-Achse hier drin. Hier wieder in Verbindung mit so einer leichten Tanto-Klinge. Sieht einfach nur abgefahren aus. Geile Handlage, ne? Wenn die nicht so wertvoll wären, das wären astreine EDC-Taschenmesser, ne? Gut, ich meine, wer sich's gönnt und sagt, ja, drauf geschissen, ich nehme es als EDC, schießt natürlich den Vogel ab bei jedem Messertreffen, wenn er dann hier in der Wirtschaft dann hier seinen Sakritsch auspackt oder sein Belzunc oder sein Martin und fängt da an zu verspornen. Ja. Wahnsinn. Sitzen alle perfekt und hier die maximale Ausnutzung, ne? Bis zum Ende vom Heft. Ja. Krass, da wird nichts da. Also ich glaube, bei dem Messer ist die Klinge länger als das Heft. Hier noch mit dem Frontflipper, der hier rausschaut. Am Anfang, als ich die ersten Frontflipper vor so ein paar Jahren in den Hand hielt, dachte ich, meine Güte, was soll denn das sein? Frontflipper, das ist ja wirklich komisch zu bedienen. Was soll denn das? Es gibt doch so gute normalen Flipper, aber inzwischen habe ich die Dinger echt schätzen gelernt. Ja, und man hat nicht diesen brutalen Schlag auf das Messer, wie wenn man die normalen flippt. Das ist so ein bisschen sanfter. Ne? Hier haben wir wieder Zirconium-Bolster, wieder RWL 34 Mammut. Das ist sehr beliebt. Ja, das gehört zu meinen Favoriten. Weiß auch nicht warum, aber dieses geradlinige und diese schrägen hier, das gefällt mir total. Zirconium. Ist ja auch ein krasses Metall, ne? Und hier, Mammut wieder. Irre. Irre schön hier noch mit ein bisschen Kruste, dann wirkt es nicht so wie so Klaviertasten, sondern ja, so ein bisschen rauer, wilder. Hier jetzt ein ganz dezenter Frontflipper und mal eine andere Klinge. Schön fein spitz zu laufen. Erinnert mich an die Alma-Knives, genau. Alma-Knives, die haben ja stellenweise auch so feine spitz zu laufen, die Klingen. So die alten Falcon oder wie sie hießen.
Das ist einer meiner Favoriten. Obwohl er, sage ich mal, von seinen Messern hier jetzt, sage ich mal, eines der einfachen Modelle ist. Aber ich finde es schön. Also geradlinig läuft von hinten über eine Linie bis vor zusammen, auch unten. Und hinten diese Schräge. Und die Kombination ist wunderschön. Das Zirkonium mit dem Mammut noch mit leichter Kruste. Boah, Hammer. Das ist einer meiner Favoriten. Vielleicht das einfachste, schlichteste Messer. Aber mir gefällt es super. Auch hier wieder Klinge bis hinten raus, ne? Bis Anschlag. Ja, das, so kannst du das Heftlänge nutzen. Ne? Dadurch hast du maximale Klingenlänge rausgeholt aus dem Heft. Ja, das ist mein heimlicher Favorit. Gefällt mir extrem gut. Das in einem schönen Wildleder-Steckholster so, ne? In der Hosentasche. Nice. Ja, und Frontflipper schont die Heftmechanik. Sehr cool. Dann haben wir noch eins auf der Liste. Dann sind wir mit Sakric durch. Es geht ja weiter, Freunde, kann ich euch versprechen. Also, was haben wir hier wieder? Carbon, Bolster, Zirkuti, Blade RBL 34. Okay. Oh ja, hier das Ganze mal in Schwarz anstatt mit Mammut, wenn er sagt, ah, so Elfenbein-Mammut, das ist mir, ja, ich hab's gerne. Schwarz-Carbon haben wir jetzt dieses tolle Carbon nochmals an so einem Modell. Mit diesem Zirkuti. Finde ich eigentlich sehr gut, der Begriff Zirkuti, da weißt du gleich die beiden Bestandteile, ne? Zirkonium und Titanium. Und dieses ganz fein strukturierte Carbon sieht fast aus wie so ein Ebenholz mit Maserung, finde ich. Sehr schön. Auch hier wieder Frontflipper. Und diese abgefahrene Schiebfuß-Harpun-Klinge. Das kommt ja wirklich cool, ne? Wer es dunkel mag. Da ist dann der Kontrast auch nicht so extrem zwischen dem hellen Mammut und dem Zirkuti, sondern hier schön alles etwas dunkel gehalten. Sehr schön, aber hier auch wieder Backspacer mit Lanyard Hole, ebenfalls aus diesem Material. Titanplatinen drunter. Habe ich irgendwo hier meine Taschenlampe, Arne? Da wäre ein Magnet hinten dran, dass man sieht, das ist keine Stahlplatine. Die nutzen hier Titan. Hammer. Sehr geil. So, für das Abschlussbild legen wir uns jetzt mal das hier raus. Und wir nehmen noch mein Liebling hier. Mit dem schönen Mammutkruste. So, dann würde ich sagen, das war's. Wollen wir nicht zu lang werden lassen? Okay, 13 Minuten. Ich nehme alles zurück. Bei uns Gegenteil, es wird lang. Und wir sehen uns auf jeden Fall in weiteren Videos heute hier auf dem Kanal. Denn draußen ist, jo, es schneit, es ist popokalt. Jo, da bleiben wir mal schön hier am Rechner, drehen tolle Videos und quatschen ein bisschen über Messer, trinken Tee und jo, genießen den Tag. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht. Coole Uhren, extrem robust, Quarzwerk, das ist ein ETA-Quarzwerk, das Coole an der ist sogar, das ist servicebar, also das ist kein Wegwerf-Quarzwerk, wenn da mal was ist. Die Dinger sind reparierbar, ne? Auch nachhaltig somit. Schön, Daydate mit Tag und Datum, Indizes aufgebaut, ne, mit Tribara Lünette, 200 Meter wasserdicht. Vielleicht noch was für Weihnachten, ein Kautschukstrap, ne, ist so eine richtige Action, Freizeit, Abenteuer, Wasseruhr, brauchst du keine Angst haben, dass mit der Uhr was ist. So, jetzt aber genug Werbung gemacht. Ich sage danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Video. Bleibt dran, holt euch was zu trinken, es geht weiter. Ciao, Freunde.